zurück. Kurzes Review zum erfolgreichsten Film dieses Jahres 2023. Neben Avatar. Ja, also Avatar steht ja auch außer Konkurrenz. Das wissen wir, glaube ich, alle. Ja, und das ist der erfolgreichste Film dieses Jahres bis jetzt. Super Mario Bros. Hat alles abgehängt von Marvel, Transformers, Fast, John, alles. Ich glaube ja aber auch, also da ist, es gab ja schon mal diesen Super Mario Bros. Film, hab ich den hier? Realfilm, genau, hab ich hier? Aber der soll ja, also du kannst ja überhaupt nicht damit hab vergleichen. Habe ich im Kino geguckt, wo der rauskam, ja? 93. Ich habe ihn im Kino geschaut als Kind. Ja, also als Kind fand ich es trotzdem cool. Es ist Trash. Für mich hat der trotzdem irgendwie so eine Art Kultfaktor. Ja. Aber ist schlecht. Aber wenn es eine Sharknado-Fangemeinde gibt, gibt es auch eine Super Mario Bros. Originalfilm 1993-Fangemeinde. Genau. Ja, und ich habe den sogar hier auf DVD. Ja. Wahnsinn. Leih dir mal aus, guckst dir der an. Hast du gleich mal den Gegensatz. Also Argon liebt den Film jetzt schon. War alles. Ich finde den für einen Animationsfilm, ich bin da nicht mehr so richtig drin. Aber ich habe mich, also ich habe ihn dreimal geguckt und fand ihn auch von Schauen zu Schauen besser. Das bei uns ja auch immer so ein Phänomen. Wenn wir aus dem Kino rauskommen und sagen, der Film war schlecht, zu Hause wird uns dann gefallen. Haben wir jetzt nicht im Kino geguckt? Ja, haben wir nicht. Das beste Beispiel ist immer Fast 9 und The Suicide Squad draußen und dann, ach geil, ja. Ach geil. Nee, ich glaube, was dem Film halt auch so, diesen Erfolg halt auch so macht, ist einfach dieser Nostalgie-Faktor. Ich glaube, jeder kennt Mario, hat schon mal ein Super Mario-Spiel gespielt und deswegen waren da auch, glaube ich, viele gehypt drauf, was die aus diesem Film machen. Ich meine, der Film geht eine anderthalb Stunden, reicht auch, finde ich, vollkommen. Ja. Also klar, man kann immer wieder was dazu dichten, aber ist jetzt nicht zwingend. Und ich habe 92, 93 Super Mario gespielt auf dem Super Nintendo, wo ich jetzt den Film geschaut habe. Ist das nicht wahr? Haben die das echt reingepackt? Und die das muss ich halt auch sagen. Ich finde, das ist halt auch so einer der Gründe, warum ich sage, dass dieser Film mir halt super mega gefällt, weil du hast halt wirklich so, ah, guck mal die, ah, okay, das ist aus diesen Leveln und sowas. Oder hier Luigi's Mansion und so, ja. Da gab es ja auch so eine Szene. So habe ich auch sofort gesehen. Dann ist es einfach, ja, ist einfach Kult. Mario Kart ist natürlich auch mit bei. Also genau, Regenbogenstrecke. Also, was will man da mehr? Und auch Charaktere sehen halt, sehen aus wie in einem Spiel. Also, da gibt es jetzt nichts irgendwie, keine Ahnung, nicht so mit irgendwie. Die Pilze, wir sehen so süß aus, wir können da gar nichts machen. Ja, genau. Gemeinsam halten wir dieses Monster auf. Wie? Sieh uns doch an. Wir sind super niedlich. Aber der Film hat mich komplett unterhalten. Und auch viele haben ja auch anfangs gesagt, okay, Chris Pratt, der hat ja keinen italienischen Akzent und sowas. So. Aber das haben sie ja auch irgendwie ein bisschen in den Film mit reingebracht. So. Da haben sie ja so einen kleinen Werbespot gedreht und so. Und dann findest du, der Akzent war zu viel. Nee, fand ich wirklich super unterhaltsam. Generell Illumination, muss ich sagen, baut sich langsam so ein bisschen was auf. So mit Minion hat es ja, glaube ich, angefangen, beziehungsweise ich einfach unverbesserlich. No. Genau. Pets auch? No. Pets gehört auch dazu. Ich dachte immer nicht an Dreamworks. Cringe, der Film, ist auch Illumination. Der, genau. Und Sing ist auch Illumination. Habe ich Teil 2 hier schon seit über einem Jahr oder zwei. Wenn du nie gesehen. Habe ich hier Teil 2 immer noch nicht geschaut. Naja. Genau, dann natürlich jetzt Super Mario. Dann kommt jetzt auch dieses oder nächstes Jahr noch so ein neuer Film, so Raus aus dem Teich heißt der. Da geht es irgendwie so um Enten, die irgendwie dann auf einmal in der Stadt landen und da halt irgendwie klarkommen müssen. Also für mich hat Illumination langsam echt Potenzial, was Animationsfilme angeht. Also rankst du den vor Dungeon? Ich glaube, also ich würde sogar sagen, vielleicht ja. Echt? Ja. Ja, aber das ist einfach, für mich ist diese, klar, Dungeons hat auch seinen Wiederholungsfaktor, also die Wiederholungsrate, aber dadurch, dass der Film halt auch wirklich nur 90 Minuten geht und ich habe den auch, glaube ich, gefühlt das eine Mal fast zweimal fast direkt hintereinander geguckt, so, der hat mich halt auch geflasht. Was ich bei dem Film aber sagen muss, bei dem Steelbook war ich enttäuscht. Also das Steelbook, die hätten da die Regenbogenstrecke, dadurch, dass dieser Film halt so farbenfroh ist und die hätten da so ein geniales Steelbook draus machen können. Am Ende war es dann einfach nur ein schwarzes Steelbook mit den Pits vorne drauf. Deswegen war für mich auch Anfang klar, okay, Steelbook brauche ich nicht. Vielleicht, wenn es mal für einen Fünfer irgendwo
gibt, hole ich mir das, aber so wird dachte nicht ich mir. Das ja, wird schon für 50 Euro und so, ja, mit 70 habe ich auch schon gesehen. Ja, aber das war es mir nicht wert. Und wir haben ja unseren Steelbook One so, aber wir haben jetzt auch so richtig einen Cut, so Stopp drin und der wird nicht im Steelbook geholt. Ich finde alleine dieses Cover auf dem Steelbook wäre schon perfekt gewesen. Wäre ja auf jeden Fall besser als der Pilz. Richtig. So Wakanda Forever, so diese ganzen Farben, genau, über das ganze Ding so drin. Genau. Das hätten wir sofort bestellt, so wäre gar keine Frage, aber na, hat nicht geklappt. Macht aber den Film jetzt nicht schlecht, das ist eher so unsere Editionsklatsche, die wir dieses Jahr extrem stark bekommen haben. Richtig. Transformers, John Wick und was nicht alles irgendwie wieder geupdatet wurde. Aber ich möchte auch sagen, zurzeit haben wir so richtig, jetzt ist erstmal Schluss. Ja. Es kommt nur noch neues Zeug rein, interessiert uns mehr. Ich bin jetzt auf der Suche nach der 65 Blu-ray. Also das ist ja auch krass. Aber ja, aber ich, dem Film kann ich echt nichts Negatives abgewinnen. Also ich auch nicht. Für mich 1A. Also super umgesetzt. Generell, wir hatten ja auch ganz am Anfang, wo wir mit Wheel of Movies angefangen hatten, hatten wir ja auch so ein Spielverfilmung-Livestream, da wo wir halt drüber geredet haben, was wie halt die Spieleverfilmungen so rüberkommen, so ob die gelungen sind oder nicht. Und Super Mario ist für mich top. Also 1A-Sahne. Also der muss sich eine Menge Filme dieses Jahr schlagen. Ja, klar. Auch an einem Dungeon kommt er bei mir nicht mal annähernd dran. Aber er wird in der Top 20 bei mir auch mit drin bleiben. Ich glaube nicht, dass der rausrutscht. Aber dieses Jahr ist voll spannend. Es macht ja halt. Na, ich finde zum Beispiel so, was jetzt, ich meine, Animationsfilme gab es ja dieses Jahr eigentlich nicht wirklich viel. Da gab es ja eigentlich nur Strange World. Elementals, was wir noch nicht geschaut haben. Elementals haben wir noch nicht geschaut, genau. So, und dann noch dieser Dreamworks-Film mit dem, was auch so Märchenfrau-mäßig ist. Ach so, ja, ja. Mir fällt der Name gerade selber nicht ein. Aber nö, Super Mario, wie gesagt. Erfolgreichste Film 2023 bis jetzt. Ich glaube nicht, dass es noch irgendjemand dieses Jahr toppt, weil alle Kracher sind schon gekommen und die haben es nicht geschafft. Ja. Was soll denn das noch top? Vielleicht wird es ja der Mac 2 mit Jason Statham. Naja. Ich würde sagen, Super Mario Bros. Ist ein Blick wert. Schaut ihr mit euren Kindern, könnt ihr auch als Erwachsener schauen. Überhaupt nicht schlimm. Jeder, der das von früher kennt, erkennt da eine Menge wieder. Wollte gerade sagen, der wird Spaß haben an dem Film. Und dementsprechend würde ich sagen, Wheel of Movies. Agron und Pete. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So this is not a dream. That hurt, right? Yes! Definitely not a dream.